Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder mit dabei Christian Kamlott. Tag, Christian. Guten Tag, Herr Theesen. Oh, wieder schön formal hier, der Kollege. Sehr schön, das mag ich ja. Ich wollte so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ja, das mag die Hörerschaft natürlich. wir haben ja beim vorletzten Mal über deine Unternehmensgründung gesprochen, dass du ja so 2 bis 3 Unternehmen am Tag gründest. heute sicherlich auch wieder zwei jede auf den Menge, Weg gebracht. Jede Menge. Natürlich. Jetzt die Frage am Ende der, ich sag mal, Geschäftsführertätigkeit, wenn man dann doch irgendwann mal das Zepter übergeben will, wie läuft das? In dem Bereich bist du ja auch unterwegs. Lass uns mal darüber sprechen, was man machen muss, worauf man achten muss, wenn man ein Unternehmen übergeben möchte an die nächste Generation oder es vielleicht auch verkaufen möchte. Da gibt es ja garantiert ein paar Fallstricke, ein paar Tipps und Tricks, die man da beachten muss, oder? Absolut. Und tatsächlich, du hast ja schon angesprochen, da bin ich ja tatsächlich oft mit befasst. Und tatsächlich bin ich auch immer wieder überrascht, wie, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen bösartig, aber es ist gar nicht so gemeint, wie naiv manche Leute in diesem Kontext sich bewegen. Und ich sag den Unternehmern, mit denen ich mich über solche Situationen unterhalte, ganz oft, sie können ja ihr Geschäft offensichtlich gut. Sie haben ein solides Unternehmen aufgebaut. Das ist, was sie gut können, was sie jeden Tag machen. Das ist ihr sozusagen ihr Home-Turf. Aber wie oft haben sie eigentlich schon ihr Unternehmen verkauft? Und dann grinsen die und wissen dann schon, was ich meine. Und ich sage, sehen Sie, ganz viele erlebe ich, die glauben echt, sie können das selber am besten. Was auf den ersten Blick auch ein bisschen nachvollziehbar ist, viele Unternehmer haben ihr Leben lang Entscheidungen getroffen. Sehr viele waren auch sehr erfolgreich damit. Und damit entsteht natürlich auch ein gewisses Level an Selbstbewusstsein und die Überzeugung, ich kann Dinge eben ziemlich gut. Und dann denken die, ja, wenn ich Bleistifte verkaufen kann, wieso soll ich denn nicht mein Unternehmen verkaufen können oder so? Ja, aber hätte ich jetzt auch gedacht, dass das jetzt, also ein paar Dinge muss ich beachten, aber das, also ob ich jetzt, wie du sagst, eine Bleistifte Verkauf oder Unternehmen, das müsste ein ähnlicher Vorgang sein. Es ist ja Verkaufen. Ja, aber so ist es nicht. Das ist wirklich sehr, sehr speziell. Man kann unfassbar viel falsch machen und man muss ja auch bedenken, man muss ja auch eine Idee haben, an wen man verkauft und im Zweifel, was dann sozusagen dein, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kunde ist, der Käufer. Und du musst ja auch dessen Sprache verstehen und das passiert oft gar nicht. Und man muss wissen, mit welchen Zwängen die potenziellen Käufer zu kämpfen haben. Bei einem Unternehmen ist einer der größten Zwänge die Finanzierung. Ein Unternehmen kaufen ist halt insofern was anderes als ein Bleistift kaufen. Ist meistens ein Haufen Geld, Geld mit verbunden. Und das heißt, du musst bei einer solchen Transaktion natürlich auch gleich für denjenigen mitdenken, der das finanziert, wenn du es nicht gerade auf der Portokasse liegen hast. Und das ist sehr, sehr vielschichtig und das muss unglaublich gut abgewogen werden, erfordert oft eine jahrelange Vorbereitung und auch der Prozess eines Unternehmensverkaufs ist ganz oft, auch bei den mittelgroßen Unternehmen läuft sowas jetzt von A bis Z locker mal ein Jahr und das unterschätzen viele Leute, die denken, da sprechen wir mal mit dem oder dem und da wird es schon klappen, aber so ist es keineswegs. Und was ich ganz interessant finde, das Problem oder diese Problematik, diese Herausforderung, um nicht Problematik zu sagen, die ist riesengroß in Deutschland. Also allein in den nächsten paar Jahren stehen ungefähr 200.000 Unternehmen in Deutschland bereit für eine Nachfolgelösung, wo es noch keine greifbare gibt. Also das ist gigantisch, finde ich. Und da vielleicht mal ganz kurz die Zwischenfrage. Also man hat immer so das klassische, ich sag mal, Familienunternehmen. Ne? Die Vorgängergeneration hat es gegründet. Wie groß, hast du da Zahlen, wie groß das Problem ist, dass man das Unternehmen jetzt nicht an die nachfolgende Generation weitergeben kann, weil die nachfolgende Generation darauf keine Lust hat oder sagt, weiß ich ziemlich genau. Da gibt es natürlich x Studien drüber. Da sagt jede Studie natürlich ein bisschen was anderes. Aber wenn man da mal wahrscheinlich so eine Art Durchschnitt oder Median oder was auch immer drüber ziehen würde
Ungefähr die Hälfte von den Unternehmen hat keinen familieninternen Nachfolger und wollen bzw. müssen deswegen an Externe verkaufen. Externe bedeutet dann andere Unternehmen oder eine Private Equity Gesellschaft, also eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft. Also ganz viele. Okay. Ist auch interessant. 1 Million Unternehmer in Deutschland sind älter als 60. Und das sind ja alles Potenzialkandidaten. Klar gibt es einen Haufen, die arbeiten bis 70. Ja? Aber 1 Million Unternehmer, die über 60 sind, da kannst du dir ja ohne große Mathematik ausrechnen, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Das ist halt die ganze Babyboomer-Gründergeneration. Ich wollte gerade sagen, das ist diese Babyboomer-Generation. Ne? Genau, ja. Klar. Ja. Und was auch ganz interessant ist in diesen Studien, die ich natürlich, wenn mich das interessiert, weil das mein Brit ist, ja, wenn sowas kommt, lese ich das natürlich immer, auch ungefähr die Hälfte ist Umfragen zufolge auch gar nicht vorbereitet. Die sitzen, ich sag dann immer, die sitzen fies Kaninchen vor der Schlange, sagen, ach jo, ich weiß ja, wie alt ich bin jetzt 60 und irgendwann muss ich da auch mal aussteigen, muss mir was überlegen, aber vorbereiten darauf, sich mit diesem Punkt auseinandersetzen und so, tun sie eigentlich nicht. Und das finde ich beachtlich. Ja, also das ist vor allem jetzt bei so einer Generation, ist jetzt ja auch die Wahrscheinlichkeit größer null, dass der Exit des Geschäftsführers auf, ich sag's mal, natürlichem Wege passiert, ne? Also, ja. Was naja, passiert dann noch im Todesfall? Naja. Wenn er noch, weil das ist nur ein anderer Schwerpunkt, aber tatsächlich hat mein Bruder dort entsprechende Erfahrungen gemacht, als er sich vor etlichen Jahren in eine Steueranwaltskanzlei eingekauft hat und dann der Senior da dann überraschend gestorben ist und dann der ganze Heckmeck, der da losgeht. Also, und auch da war nichts geregelt, was die Nachfolge angeht. Also von daher, das kann ich mir vorstellen, dass das ein echtes Problem ist. Vor allem brauchst du dann ja auch Interessierte, die den Laden dann übernehmen, und der Laden muss ja dann auch noch gut laufen. Also ich kaufe ja keinen Bleistift, der schon dreimal durchgebrochen ist, sondern es muss ja ein gesundes Unternehmen sein, oder? Nee. Also es gibt, da gibt es wahrscheinlich für alles ein passendes Zuhause. Es gibt auch ganz, ganz viele Investoren, die ausdrücklich nach Unternehmen suchen, die sich nahezu darauf spezialisiert haben. Kenne ich auch welche, die sind Spezialisten in der Übernahme und dann Sanierung, wieder Fitmachung von kränkelnden Unternehmen. Aber was natürlich alle brauchen, in irgendeiner Form ein uniques Wertschöpfungsmodell. Die brauchen ein Produkt, eine Dienstleistung, irgendeinen Value, wenn man das so auf Neudeutsch sagen will, der für Kunden interessant ist. Ansonsten ist es natürlich ein Quatsch, ansonsten verkaufst du gar nichts. Aber das ist ja bei jedem Produkt so. Ja, klar. Aber wenn ein Unternehmen, ich berate zum Beispiel jetzt gerade ein Unternehmen, das wahrscheinlich kurzfristig jetzt auch verkauft wird, das sich gerade in einer Krise befindet. Also das ist ganz und gar nicht gesund. Aber die haben ein ganz, ganz tolles Produkt. Und die haben halt einfach nur leider ein bisschen Pech gehabt. Bei denen sind diese globalen Multikrisen haben wie verrückt ins Kontor geschlagen. Dann haben die parallel ganz viel investiert und das auch nicht so richtig geschickt refinanziert. Und die sind jetzt ganz erheblich ins Straucheln geraten und kämpfen gerade wirklich um ihre Existenz. Aber die haben im Kern ein geniales Produkt, etwas, was die Welt braucht. Und deswegen bin ich mir 100%ig sicher, dass sich jemand findet, der dort einsteigt. Das ist überhaupt kein Problem. Natürlich nicht zu dem Preis, der die Herzen höher schlagen lässt. Das ist klar. Naja, gut, klar. Aber wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, dann bist du ja froh, dass du den Laden mal weitergeben kannst. Ne? Aber das ist zum Glück ja auch die weitaus seltenere Version. In der Regel begegne ich Unternehmen, die eigentlich gut laufen, die seit vielen Jahren am Markt sind, wo alles funktioniert, die aber trotzdem nicht vorbereitet sind. Wir sagen dazu Exit Ready. Diese Unternehmen, das ist immer die erste Frage, die ich dann in solchen Situationen mit denen mal versuche, so ein bisschen abzutasten und mal zu klären, seid ihr eigentlich Exit Ready? So nennt man das, wenn man sich fragt, ob ein Unternehmen überhaupt schon bereit ist, in eine solche neue Phase, in einen Verkaufsprozess, in eine Übergabe gleich welcher Art einzutreten.
Und da gibt es ganz interessante Punkte, die man sich angucken muss. Ich habe mal ein Unternehmen bei einem Verkauf beraten. Die haben Kunststoffspritzguss gemacht. Super Unternehmen, Familienunternehmen. Die wollten aus Altersgründen aussteigen und haben mir total stolz erklärt, wie clever sie gewesen sind, weil sie ihr Buchhaltungssystem hat vorgesehen, dass alle Spritzgussformen immer sofort als Materialaufwand abgeschrieben wurden. Nicht abgeschrieben wurden, sondern als Materialaufwand verbucht wurden. Mhm. Das bedeutet, die kann, also so eine Spritzgussmaschine, das kannst du dir ja vorstellen, die benutzt du 1 Million Mal, die steht im, die, also das ist eine Spritzgussform, die steht im Lager und die benutzt du dann ständig. Also das ist eigentlich ein Anlagegegenstand, den man dann für viele Jahre in der Bilanz hat. Ja. Aber die haben dann Wahlrecht ausgenutzt und waren ein bisschen kreativ beim Accounting und haben gesagt, nee, das geht immer gleich in den Materialaufwand. Und dadurch haben sie natürlich extrem Steuern gespart, also ganz schnell Steuern gespart. On the long run wäre das alles Jacke wie Hose gewesen. Aber mit einer kurzfristigen Perspektive ist das steuerlich sehr attraktiv. Und das haben sie mir total stolz erklärt. Und da habe ich die Stirn so ein bisschen in Falten gelegt und habe gesagt, oh je, meine, ich glaube, ihr seid das unprofitabelste Spritzgussunternehmen, was es auf der Welt gibt. Du weißt ja, wie ich bin. Ich sage Dinge oft so ein bisschen kantig und so habe ich das auch gemacht. Und da war er kurz auf dem Sprung, mich blöd zu finden. Ja. Und dann habe ich aber gegrinst und habe ihm das erklärt. Und dann hat er das verstanden, weil das hat natürlich den Effekt, dass sie die ganze Zeit schlechte Margen produziert haben. Ja. Das war dem egal, weil der hat sein Unternehmen ein bisschen wie viele Mittelständler so gemanagt, solange das funktioniert mit dem Cash auf dem Konto, ist ja alles wunderbar. Ja, ja, klar. Und Hauptsache das Finanzamt hat da nicht zu viel Hunger. Ja. Und dann hat er, ja, was macht man da jetzt? Und dann habe ich ihm eine Benchmark-Analyse gemacht und habe ihm bewiesen eigentlich, dass sie aus der Perspektive eines Dritten totale Low-Performer sind. Eben genau nur wegen dem Effekt. Also wenn man die Zahlen analysiert, denkt man, oh, Low-Performer. Dann habe ich gesagt, es wird schwer, einen Low-Performer für einen High-Performer-Preis zu verkaufen. Das hat er dann relativ schnell verstanden. Okay. Oh, kann man, was macht man? Und dann haben wir 3 Jahre das Unternehmen umstrukturiert und haben dann auch wirklich richtig gute Zahlen gezeigt und haben es dann verkauft. Und ich würde mal jetzt ganz locker schätzen, für mindestens den doppelten Preis. Also dem haben wir ganz schön Wert geschaffen. Wenn ich das jetzt so erzähle, ich bin viel zu schlecht bezahlt worden damals. Ja, gut, also, das ist ein Teil von Exit Readiness. Man muss gucken, ob das Unternehmen gut dasteht, ob seine wahre Ertragskraft zu erkennen ist, beispielsweise. Ja? Was viele kurze Zwischenfrage da. Woran erkennt man das? Also ist das jetzt die GUV, die Bilanz, das, was ich halt als GmbH veröffentliche? Im Zusammenspiel. Das gibt ja die Gewinn- und Verlustrechnung, die uns über die Ertragslage eines Unternehmens informiert. Es gibt die Bilanz, das ist eine Stichtagsbetrachtung über Vermögensgegenstände, Schulden und Eigenkapital. Also wo hat das Unternehmen Kapital gebunden und wo kommt das Kapital her? Und es gibt die Cashflow-Rechnung, die zeigt uns, welche Liquiditätsströme in diesem Unternehmen ablaufen. Und das alles analysiert man und guckt sich an und macht sich dann ein Bild. Und ganz wichtig ist die Cashflow-Rechnung, weil die sagt uns, okay, wie viel bleibt dann auch wirklich bar auf dem Tisch am Ende des Tages liegen? Mhm. Und das ist, aber keins ist allein 100% aussagekräftig. Interessante Informationen resultiert aus der Analytik aller 3 Systeme. Und natürlich des Marktes und der Umgebung und der Konkurrenzsituation und alles Mögliche, ja, und die Kundenstruktur. Aber wenn man jetzt mal zunächst nur auf Zahlen guckt, dann würde man sich das alles angucken, ins Verhältnis setzen, bestimmte Finanzkennzahlen ausrechnen, das beurteilen und benchmarken. Und Profis sehen dann relativ schnell, ob das Unternehmen gesund oder krank oder optimierungsbedürftig oder schon total durchoptimiert ist. Hm. Und es ist manchmal auch gar nicht so gut, ein Unternehmen zu verkaufen, was schon insofern total durchoptimiert ist, weil natürlich möchte jemand ja auch noch die Möglichkeit haben, das Unternehmen noch besser zu machen. Also auch diese Perspektive muss man ja zumindest mal aufzeigen können und eine entsprechende Story erzählen können. Hm. Was oft ein Thema ist, ist auch finanzielle Transparenz. Das ist ein ganz großes Problem bei Mittelständlern oft.
Die bringen, das sage ich jetzt ein bisschen flapsig, die bringen einen Schuhkarton mit Belegen. Also ein großer Mittelständler sicherlich nicht einen Schuhkarton mit Belegen, aber du weißt, was ich meine. Die sind da ein bisschen hands-on, was Reportingstrukturen betrifft. Weil wenn das irgendwie einer Familie gehört, dann haben die womöglich nicht so hohe Ansprüche an Finanzreporting, Controlling und so weiter. Aber wenn man sein Unternehmen verkaufen möchte, jemanden präsentieren möchte, dann braucht man das natürlich in einer hohen Qualität und in Marktstandards entsprechend und natürlich auch sehr, sehr aussagekräftig und zuverlässig. Tatsächlich kenne ich das, also die Story mit diesen Kassenzetteln im Schuhkarton auch von meinem Bruder. Also auch der. Ja, das gibt's oft noch. Die kommen dann vorbei und sagen so, hier, Steuerberater, mach mal. Und dann sagt der, was? Wie? Wo? Warum? Also von daher kann man sich nicht vorstellen. Da kannst du dir auch als Physiker vorstellen, das ist keine gute Ausgangsbasis für einen Unternehmensverkauf. Naja, ich wollte gerade sagen, vor allem dank digitaler Tools, das ist mehr als nur Excel, wobei selbst Excel sicherlich schon für viele Unternehmen dann in so einem Umfeld schon ein Fortschritt wäre. Mhm. Aber da gibt es ja also ausreichende Hilfsmittel. Und ich möchte sogar behaupten, dass jetzt in mittelfristiger Zukunft dann auch, ich sag mal so, das Controlling, das übernimmt dann wahrscheinlich irgendwann die KI. Komplett anderes Thema. Ja, aber, da wird sich ganz viel ändern, das ist sicher. Aber auch, ich habe auch schon oft bei wirklich großen Mittelständlern, die nicht mit dem Schuhkarton unterwegs sind, die schon halbwegs sophistizierte Rechnungssysteme haben. Aber wenn du die dann mal fragst, zeig mir mal eine Produktergebnisrechnung, erlebst du in der Regel Schulterzuckern. Und wenn jemand aber sagt, ich möchte jetzt mal verstehen, was ich hier kaufe für ein paar Millionen Euro, was sind denn eigentlich die wirklich ertragsstärksten Produkte und wie kann ich optimieren und was sind die Cash-Cows und was sind die Low-Performer und so weiter? Das können ganz wenige Mittelständler auf Knopfdruck rauslassen. Aber das alles gehört dazu, wenn man sich überlegt, bin ich exit-ready, ist mein Unternehmen schon gut aufgestellt, um es optimal zu verkaufen, muss man sich genau diese Frage stellen. Oder was ich auch oft erlebe, ist das Management-Team eingespielt. Gerade bei eher so patriarchisch geführten Familienunternehmen, da gibt es 1-2 Entscheider. Ja. Und die lassen auch wenig Raum auf ihrem Level für andere Entscheider. Das ist oft ein wirkliches Problem, weil wenn die dann aussteigen wollen, ist gar niemand sofort da, der in der Lage ist, auch Entscheidungen zu treffen, der das auch gewöhnt ist, der eine Routine darin hat. Und wenn ich mein Unternehmen an Dritten verkaufe, dann will der natürlich jemanden in-house haben, der das Unternehmen kennt, auf den er sich verlassen kann und der das Unternehmen weiterführt und steuert und der es gewöhnt ist, Entscheidungen zu treffen. Also das ist total wichtig, dass man langfristig auch Kraft abgibt, dass man sagt, das ist jetzt dein Beritt und übernimm du bitte die Verantwortung. Und natürlich in einer bestimmten Größenordnung entscheiden wir gemeinsam oder so, aber man muss die Leute dann auch mal irgendwann an einer längeren Leine laufen lassen, um ihnen die Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeit zu geben. Das erlebe ich ganz oft, dass das auf den ersten Blick kein Problem ist, aber auf den zweiten Blick ein riesengroßes. Weil die Leute denken, ich habe doch den Abteilungsleiter, das ist der Herr Müller, der macht das doch super. Aber wenn man sich mit Herrn Müller unterhält, da verdreht er die Augen und sagt, wenn ich einen falschen Bleistift bestelle, da gibt es schon Rabatt. Das kann ich mir vorstellen. Wobei, ich glaube, das hast du ja auch häufig dann, du hast jetzt halt die Familienunternehmen da genannt, wenn du so einen Patriarch hast, der das dann an seine Kinder übergeben soll und will, auch da das Zepter mal aus der Hand zu geben, die Kinder machen zu lassen, ne? Und nicht bis Mitte 70, Ende 70 da immer noch jeden Tag ins Büro zu schlurfen und dann noch Entscheidungen zu treffen, die dann, ohne jetzt der älteren Generation zu nahe zu treten, mal sicherlich auch nicht mehr ganz in der Moderne sind. Also ich sag mal, wenn ich jetzt Mitte 70 bin ich nicht zwingend offen für innovative neue Lösungen. Absolut. Und hemme damit wahrscheinlich ja auch die Entwicklung meines Unternehmens, weil ich dann im schlimmsten Fall 5, 10 oder sogar 15 Jahre Innovationen verpasse und dann ist der Zug abgefahren. Ja, ja. Also wenn du wüsstest, wie mein Vater seine Zahlen kontrolliert hat, und das waren
ein gutes, profitables Unternehmen, aber der hat auf dem karierten Blatt Papier da irgendwelche Statistiken gemacht. Das war okay. Wirklich. Das habe ich mir, als ich dann alles aufgeräumt habe und ich habe das Unternehmen irgendwann auch verkauft, aber das habe ich in so eine Schatzkiste gepackt. So, das will ich mir irgendwann meinem Sohn zeigen. So war das okay. Damals beim Opa. Ja, die werden ja dann in Fernsehfilmen oder sowas dann ja nochmal so als dieser böse Patriarch, der alles kontrolliert. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich gar nicht so selten bei dieser Generation, dass die dann sagen, also ich war immer Entscheider, ich war verantwortlich. Ich habe es auch groß gemacht, das Unternehmen, weil ich vielleicht selber vom Vater übernommen, als das Unternehmen klein war, jetzt groß gemacht in den letzten Jahrzehnten. Naja, jetzt will man es dann an die nächste Generation abgeben. Im schlimmsten Fall meckert man immer noch über die Generation Z und Co., die ja sowieso nicht arbeiten will und was tut. Und das Schlimmste ist ja wirklich, wenn dann der Vater jeden Tag dann auftaucht und sowieso alles besser weiß. Mhm. Das stelle ich mir wirklich, also innerhalb einer Familie schon schwer vor. Aber wenn du dann auch noch jemanden von außen holst, ich meine, du kannst ja auch sagen, ich gebe es an den Geschäftsführer oder sowas ab. Oder ich suche mir einen Geschäftsführer, der das für mich übernimmt. Der Verkauf heißt aber dann ja in der Regel, man ist raus, außer dass man vielleicht noch irgendwelche Anteile hält. Oder wie läuft das dann? Ja, also in der Regel ist ein bedeutender Verkauf. Ich verkaufe die Anteile ja gerade. Das ist ja gerade ein Verkauf. Ja. Oft gibt es sozusagen Lösungen, weil die Käufer natürlich wollen, dass eine vernünftige Übergabe stattfindet, dass das alles reibungslos funktioniert, dass nicht einer sagt, ach, ich lasse das jetzt fallen und tschüss, ich sitze auf meinem Häuschen in Mallorca. Sondern da gibt es sogenannte Earnout-Klauseln oder so. Das ist ganz üblich, dass man sagt, okay, Unternehmen ist 25 Millionen wert, ich zahle dir 20 sofort und die nächsten 5 kommen unter bestimmten Bedingungen in den nächsten 3 Jahren, wenn die Übergabe so läuft wie geplant. Oder wenn zum Beispiel auch, man verkauft ja ein Unternehmen auf der Basis einer Bewertung, die aus einem Businessplan resultiert. Und da dürfte man natürlich befürchten, dass der Businessplan viel zu optimistisch vielleicht gestaltet wurde. Und dann wird gesagt, okay, ich messe dich an deinem Plan. So haben wir das Unternehmen bewertet. Und nur wenn dieser Plan mit vielleicht einer kleinen Schwankungsbreite eintritt, kriegst du den vollen Kaufpreis, ansonsten nicht. So, dass man die Verkäufer motiviert an einer Planerfüllung einerseits, aber andererseits auch an einer reibungslosen Übergabe im Hinblick auf Kunden, auf Lieferanten, auf Mitarbeiter und so weiter, das zu gestalten, so dass die noch ein bisschen an Bord bleiben und motiviert sind. Ansonsten ist auch ein Problem, was man ganz oft sieht. Viele Investoren haben natürlich ein bisschen Respekt auch vor der Situation, wenn der Verkäufer sagt, ja klar, ich arbeite noch mit und ich habe doch selber ein Interesse, ich will doch da des Unternehmens, doch mein Baby. Aber wenn erstmal jemand 50 Millionen Euro auf dem Konto hat, dann entsteht eine ganz andere Form von Verantwortungsgefühlen laissez-faire. Wenn die mal hinter der Brandmauer sind, weiß ich nicht, ob du dann klar. Jeden Tag so wie verrückt an dem Karren ziehst oder nicht, oder ob du sagst, so jetzt soll es auch mal gut sein. Kann man ja nachvollziehen, ist ja nur menschlich. Also all das muss in so einer Transaktion ordentlich strukturiert werden. Und wenn du da nicht ein bisschen Routine hast und die entsprechenden Instrumente auch kennst und weißt, wie man solche Probleme mitigieren kann, dann hast du natürlich schlechte Karten. Und das wissen die meisten nicht, weil sie ungebildet sind, sondern weil sie einfach gar keine Erfahrung damit haben. Das ist ja für die allermeisten eine Once-in-a-Lifetime-Situation. Naja, genau. Und wenn du jetzt als Familienunternehmer mal ganz klassisch denkst, mit wem hast du sonst gesprochen, wenn es ums Geld ging? Volksbank oder Sparkasse, also mit den regionalen Banken. Die haben dir einen Kredit gegeben, wenn du eine neue Maschine brauchtest. Da kennst du im Zweifelsfall dann nur den Vorstand oder den Filialleiter, weil du mit dem ansonsten kegeln oder jagen gehst. Mag jetzt auch vielleicht ein bisschen an der Wirklichkeit vorbei sein, aber so läuft es ja vor allem im Mittelstand noch häufig. Man kennt sich über Kammern, über Verbände und hilft sich. Und wenn du dann plötzlich mit institutionellen Investoren zu tun hast, also Profis, die sagen, wenn ich das Unternehmen nicht kaufe, kaufe ich ein anderes oder was auch immer, für die das ein Geschäft ist und da recht emotionslos dran gehen, sieht es natürlich ganz anders aus. Ne? Also da ist ja der Kunde in dem Moment plötzlich ein anderer, als mit dem ich sonst zu tun habe. Ja. Also
das cache ich mir auch echt schwierig vor. Wie groß oder ja, wie groß ist das Risiko, dass solche Transaktionen schiefgehen? Wenn du jetzt sagst, dass das jetzt mehrere hunderttausend Unternehmen jetzt ja auch in den nächsten Jahren sein werden, die quasi auf den Markt kommen, da brauche ich auf der Gegenseite auch Kunden, die das kaufen. Also geht das gut oder wird das ein Markt, der in den nächsten 10 Jahren hochinteressant wird? Nee, der ist ja schon seit Jahren interessant. Also okay. Die Zahlen, die wir uns angeguckt haben, sind halt jetzt die aktuellen Zahlen. Aber das Problem ist ja schon seit Jahren virulent. Und ich würde mal so schätzen, die Hälfte der Transaktionen klappt nicht, wenn sowas angefangen wird. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also da darf man sich aber wirklich gar keine Illusionen machen, ob so ein Ding durchgeht, so ein Deal. Da gibt es so viele Unwägbarkeiten auf diesem langen Weg. Das ist keineswegs eine Garantie, dass jedes Unternehmen verkauft wird. Oft sind es auch Preisvorstellungen. Ja? Das ist eine Frage, die mir ganz schnell, ganz früh gestellt wird. Was ist mein Unternehmen wert? Und dann gibt es ganz viele, die stellen sich so vor, ja, ich habe doch die Immobilie und dann die Maschinen und die Vorräte und was weiß ich noch alles. Die Leute haben auch wieder, das, es sei ihnen verziehen, weil es ist ein eigenes Geschäft. Die haben überhaupt gar keine Vorstellung, wie man ein Unternehmen bewertet. Jetzt sage ich als jemand, der sowas oft macht, das ist doch eigentlich ganz einfach, weil der Kauf eines Unternehmens ist ja nichts anderes als die Investition in eine Kapitalanlage. Plötzlich lege ich Cash auf den Tisch und kaufe mir etwas Cash-Generierendes dafür. Und ich sage, das Geld lege ich an und dann muss das eine ordentliche Rendite bringen. Und das ist auch der Grundgedanke bei einer Unternehmensbewertung, was man macht. Oder viele Unternehmer schauen zurück und sagen, ich habe doch in den vergangenen Jahren so viel und so viel Umsatz und operatives Ergebnis und so weiter erwirtschaftet. Das ist nett, das zu wissen, aber relevant ist es für die Unternehmensbewertung höchstens am Rand. Weil interessiert bin ich ja als Käufer nur an dem, was ab morgen, wenn mir das Unternehmen gehört, kommt. Das heißt, ich brauche einen Businessplan, einen verlässlichen, aus einer Bilanz und einer G&V und einer Cashflow-Rechnung, der mir sagt, okay, bis heute lief das Unternehmen so, wie läuft's denn ab morgen? Und dafür brauche ich eine Prognose. Und das ist ein ganz wichtiger Job, eine zuverlässige, fundierte Prognose über meine Finanzlage der nächsten zum Beispiel 5 Jahre zu machen. Und die wird abgeleitet aus Marktfaktoren, aus einer Marktentwicklung, aus Kunden und Lieferanten, oftmals auch aus regulatorischen Entwicklungen. Denk mal an viele Themen im Bereich erneuerbare Energie. Da spielt Regulatorik in der Cashflow-Projektion von Unternehmen eine riesengroße Rolle. Wenn übermorgen irgendwas verboten wird, dann ist es mal schlecht für den Absatz von Ölheizungen, aber womöglich gut für den Absatz von Wärmepumpen. Und das alles muss ja in einem Businessplan belastbar und solide irgendwie reflektiert sein. Und was ich mache, wenn ich mein Unternehmen bewerte, ich bewerte eben diese erwarteten Cashflows. Ich gucke in die Glaskugel und sage, das ist der Wert. Eine Unternehmensbewertung ist auch, muss ich immer dazu sagen, das ist viel mehr Art than Science. Es gibt keinen Unternehmenswertpunkt, sondern es gibt immer nur eine Bandbreite, wo wahrscheinlich die Wahrheit irgendwo drin liegt. Und der Königsweg, das habe ich ja eben schon skizziert, ist das sogenannte Discounted Cashflow Modell. Man diskontiert, man zinst zukünftig erwartete Zahlungsüberschüsse ab. Und das versucht man dann so ein bisschen zu verifizieren und auf seine Robustheit hin zu prüfen, indem man die Unternehmen mit anderen Unternehmen, deren Werte bekannt sind, vergleicht. Und bekannt sind die Werte insbesondere von Unternehmen, die an der Börse notiert sind. Da sehe ich in jeder Sekunde einen aktuellen Unternehmenswert. Man kann mit ein bisschen Know-how und Technik heute relativ gut messen, was ist ein Chemieunternehmen wert? Was ist ein Einzelhandelsunternehmen für Kleidung wert? Was ist ein Holzgroßhändler wert? Weil alle diese Unternehmen gibt es in irgendeiner Form an der Börse. Und da kann ich sehen, okay, die sind heute 1 Milliarde Euro wert und sie machen, keine Ahnung,
100 Millionen Euro operatives Ergebnis. Das heißt, der Wert dieses Unternehmens ist 10-mal ihr operatives Ergebnis. Und dann gibt es noch ein Unternehmen, das macht fast genau das Gleiche. Das ist 100 Millionen Euro wert und macht, was weiß ich, ein bisschen, macht vielleicht 12 Millionen operatives Ergebnis. Das heißt, dieses Unternehmen ist dann 8,5-mal sein operatives Ergebnis wert. Und das kann man dann für alle Unternehmen, die irgendwie das gleiche Geschäftsmodell, die gleichen Risikostrukturen, ähnliche Kunden, ähnliche Lieferanten haben, die also auf gleichen Märkten sich bewegen, kann man so ein sogenanntes Bewertungsuniversum ableiten und dann sagen, okay, wenn die alle irgendwie zwischen 8 und 10-mal ihr operatives Ergebnis wert sind, dann ist es vielleicht eine ganz gute Annahme, dass dieses Unternehmen, das auch sowas macht, auch 9-mal operatives Ergebnis wert ist. Und auch so kann ich einen Unternehmenswert ableiten. Mhm. Und das kann ich machen, indem ich schaue, da gibt es Datenbanken, Presseartikel und so weiter. Wenn mein Unternehmen verkauft wird, wird es ja oft veröffentlicht. Da ist dann Firma Camlot ist dort und dorthin verkauft worden. Und manchmal werden dann auch Kennzahlen dazu. Die haben 58 Millionen Euro Umsatz gemacht. Mhm. Und es wird kolportiert, dass der Unternehmenswert 58 Millionen Euro war. Ja. Das heißt, dann weiß man, okay, die haben 1-mal Umsatz gekriegt. Und das kann man auch zusammensammeln und kann dann auch daraus sogenannte Multiplikatoren und wieder ein ein Wertuniversum abbilden. Und so nähert sich man sich an und hat dann diskontierte Cashflows, Vergleich mit börsennotierten Unternehmen oder Vergleich mit kürzlich verkauften Unternehmen. Und da entsteht diese eben zitierte Bandbreite eines Unternehmenswerts. Und das ist die Grundlage. Und da kann ich mir natürlich selber ausbaldowern, was ist mein Lager und meine Immobilie wert. Aber die Immobilie und das Lager und alles ist eben nur das wert, was es für einen anderen Cashflow generiert. Und wenn die Immobilie nicht gut vermietbar ist und da viel zu teuer oder total abgerockt und deswegen kein Kunde kommt, der dort was kaufen will, dann generiert sie keinen Cashflow und ist auch nichts wert. Dann letzte Frage, wie geht's denn dann eigentlich weiter, wenn der Verkauf nicht funktioniert? Also du hast jetzt ja gesagt, Exit ready. So, jetzt kriegen die Familienunternehmen oder der Familienunternehmer seinen Laden nicht verkauft. Wie geht's dann weiter? Verkauft er den dann quasi zwangsweise unter Wert oder tritt dann irgendwann der Erbfall ein und die Nachfolger müssen sich drum kümmern? Ja. Und ganz oft ist es tatsächlich so, dass die dann einfach weitermachen und weiter wursteln. Ich habe neulich eine Unternehmerfamilie am Tisch gehabt mit genau diesem Problem. Die hatten mal ein geniales Unternehmen in der dritten Generation und haben einfach, weil sie auch selber schon zu alt waren, muss man sagen, die haben einfach, deren Geschäftsumfeld hat sich dramatisch geändert in den letzten 1-2 Dekaden. Und die haben den Schuss nicht gehört. Und das Ergebnis ist, es lief jedes Jahr ein bisschen weniger. Und dann sind die fitten jungen Leute, die sind dann irgendwann gegangen, die haben gesagt, ihr habt ja gar keine Perspektive. Und dann haben natürlich die auch kein Potenzial mehr für engagierte neue junge Mitarbeiter gehabt. Dann ist der Mitarbeiterstamm veraltet. Die Kunden, das Unternehmen hat so einen langsamen Tod erlitten. Ja. Und jetzt, das lebt noch, die sitzen da noch, machen noch ein bisschen Umsatz, aber schon lang keinen richtigen Gewinn mehr. Das ist mehr oder weniger eine schwarze Null. Aber auch nur, weil das Gebäude schon alles abgeschrieben ist und kein Gras mehr frisst. Also eigentlich ist das Unternehmen jetzt fertig. Und unsere Erkenntnis war, wir helfen denen jetzt bei einer möglichst sauberen Abwicklung. Also das ist dann, aber das ist wirklich der Super-GAU und das passiert meiner Erkenntnis nach auch nur, wenn die Leute wirklich viel falsch machen und wenn sie wirklich ganz lange wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und wirklich hartnäckig ignorieren, was um mich drumherum passiert. Ja, okay. Wer schlau ist, macht das vorher. Ich kenne viele, ich berate jetzt gerade ein Unternehmen, den halte ich für ziemlich smart, eigentlich ein ganz junger Kerl, ich glaube, der ist 42, ein super tolles Unternehmen hingestellt und sagt, da gibt's gerade ein Momentum und das sollte man doch jetzt wahrscheinlich nutzen. Jetzt,
wo wir in voller Blüte und voller Kraft sind und Expansionsräume ohne Ende sehen, wo man ja durchaus auch denken darf, ist doch toll, der ist ein junger Kerl, sieht Expansionsräume ohne Ende, da soll der doch die Welle reiten. Ja. Aber der sagt, nee, andere können diese Welle noch viel besser reiten als ich. Die haben halt globale Vertriebsstrukturen und so weiter. Und er sagt, bevor ich die aufbaue, hat mich ja die Konkurrenz überholt. Also macht es doch viel mehr Sinn, mein Unternehmen jetzt in die Hände der Konkurrenz zu geben, die schon globale Vertriebsstrukturen in dem Fall jetzt haben. Und für die muss doch mein Unternehmen noch einen viel höheren Wert haben als für mich selbst, was auch so ist. Mhm. Und den Wert hebt er jetzt. Das ist sehr, sehr klug. Und diesen Weitblick, und das ist ja für viele auch eine, wenn man das so sagen kann, intellektuelle Challenge, ja, mal sich von außen dieses Spektakel anzugucken. Das kriegen nicht allzu viele hin, stelle ich immer wieder fest. Ja. Und das ist gut, wenn du einen Berater hast, der dir auch mal sozusagen den Spiegel vorhält, diese Optionen zeigt und der ein bisschen out of the box vielleicht auch zu denken in der Lage ist. Da kannst du ganz schön Wert heben. Ja. Aber in den allermeisten Fällen ist es ja zum Glück nicht so und viele kriegen die Kurve und werden dann verkauft. Und manchmal muss man da auch über Hürden springen. Viele wollen ja nicht Teil eines großen Konglomerats sein, weil sie sagen, nein, wir sind Mittelstand, wir sind kleinstrukturiert und so weiter und so fort. Aber das ist ja die Überlegung, die ich selber mit unserem eigenen 140 Jahre alten Familienunternehmen hatte. Ich glaube auch erkannt zu haben, dass das eine Branche war, die so stark konsolidiert, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, da weiter als Mittelständler rumzuschwimmen, sondern das war eine Branche, da zählt nur Größe. Und die kannst du halt allein auch irgendwann kriegen, ist aber zäh, riskant und langwierig. Ist doch viel cleverer, das gleich in die Hände eines schon Großen zu geben, weil der viel mehr damit anfangen kann und das Unternehmen viel besser entwickeln kann. Und da muss man sich, glaube ich, auch als Unternehmer mal trennen, auch emotional trennen und sagen, jetzt betrachte ich mal mein Unternehmen als eine Persönlichkeit und überlege mir, wo gehört es, wo ist das beste Zuhause für dieses Wertschöpfungsmodell? Und da bin ich für mich zu der Erkenntnis gekommen, nicht bei mir. Ja. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Aber ja, das ist ein bisschen romantisieren. Ne? Ja, das ist aber für ganz viele, die sind da nicht so kühl. Ja. Das ist für ganz viele eine große Hürde. Ja, vor allem, wenn es halt ein Familienunternehmen ist. Letzte Frage zum Abschluss. Dieser Spruch, die erste Generation baut auf, die zweite führt es weiter, die dritte führt es zum Abgrund. Ist da was dran? Oder ist ja, kenne ich zigmal. Also kannst du jetzt, also hast du empirisch... Nee, habe ich nicht belastbar empirisch nachgewiesen, aber ich kann dir, wenn es nicht vertraulich wäre, jetzt sofort ohne Nachdenken 5 dritte Generationen nennen, die Champagner trinkend in Ibiza sitzen und wo ich jetzt schon weiß, also das hat keine goldene Zukunft. Vielleicht kannst du noch verraten, welche Generation gehört diese Ibiza Champagner trinkende Generation an? Dritte, vierte oder so? Nein, also die dritte Generation ist das jetzt, also. Ach so, mein Alter. Also unser Alter, das heißt. Mein also Alter das oder jünger. Oft, okay. Ja. Weißt du, die sind aufgewachsen, also die Großeltern oder so haben nach dem Krieg oder so oder vielleicht noch vorher was richtig auf die Beine gestellt und die Eltern haben was draus gemacht, haben es groß gemacht. Und dann wachsen ja viele in einem sehr, sehr guten Wohlstand auf. Ja, ja, klar. Und haben überhaupt gar keinen Hunger in diesem Sinn, irgendwie Risiken einzugehen, was zu leisten. Und ich kenne einen, das war echt ein cooler Spruch, der ist auch FH-Prof. Und ist genau meine Generation. Und der hat mir dann irgendwann gesagt, ach, meine Altersvorsorge sind meine Eltern. Oh. Da habe ich gesagt, hä? Und er hat gesagt, ah ja, also da wird wahrscheinlich, wenn die nicht alles jetzt verjuxen, wird da noch genug hängen bleiben, dass der sich überhaupt über gar nichts Gedanken macht. Und der ist null hungrig. Der macht sich's eben schön. Und mit einem Unternehmen aber sich etwas schön zu machen in einer
Welt, die so stark von Wandel betroffen ist wie unsere heute, das ist nicht so ganz unkompliziert, das ist nicht einfach. Da musst du am Ball bleiben und ständig mitdenken und fleißig sein und arbeiten und Risiken eingehen. Wenn du da nicht auch Biss hast und hungrig bist, dann ist das Risiko, dass du da den Absprung verpasst und irgendwie vielleicht nicht die beste Strategie. Naja. Es ist riesengroß. Und die kenne ich. Ich kenne einige von denen. Okay. Das stimmt. Das ist nicht nur so ein dahergequatschter Spruch. Dann ist diese Bauernweisheit, nennen wir sie mal, auch wahr. Das ist ja sehr schön. Ja, vielen Dank. Also, war ein ganz spannender Einblick. Oh Gott, du siehst, ich quatsche mich dann gleich rein, weil das ist genau mein Thema. So. Ja, ich würde sagen, das sollten wir nochmal weiter fortführen, denn ich glaube, das ist schon auch ein Thema, mit dem man, also es gibt ja viele, die dann Eltern haben oder Onkel, Tanten, die ein Unternehmen führen, wo dann genau diese Frage kommen wird und dass man sich da schon genau überlegen muss und auch als junger Mensch die Frage stellen muss, will ich in das Unternehmen reingehen, will ich es weiterführen? Denn die, ich sag mal, die Generation davor, die hatte keine Wahl, da war klar, ja, du machst das. Ja. Und wenn nicht, dann sieh zu, wo du Glück findest, aber ohne Hilfe. Und das haben wir wahrscheinlich jetzt auch so in der Form zum ersten Mal in dieser Größenordnung. Ja. Also ich glaube, das bleibt nochmal ein spannendes Thema. Wir bleiben dran, wie es ja immer so schon. Unbedingt. Ich muss noch von den das nächste Mal dann von den Batman-Unternehmern erzählen. Das ist okay. Das halten wir uns dann fürs nächste Mal. The Batman. Ja, ich sehe es hier schon. Wir machen nochmal so ein Marvel. Cliffhanger. Ja, genau. Cliffhanger ist immer sehr gut. Dann steigen wir beim nächsten Mal mit Batman und Robin-Unternehmen ein. Sehr schön. Alles klar. Besten Dank, Christian. Henrik, bis die Tage. Tschüss. Ciao. Ja, vielen Dank an Christian. Nächste Woche geht's weiter. Wir bleiben noch einmal in unserer kleinen Reihe zum Klimawandel und werden uns mit einer eher theoretischen Frage zum Geoengineering beschäftigen. Also der Frage, können wir technisch in das Weltklima eingreifen? Bezug nehmend auf eine Frage aus der Hörerschaft. Könnten wir nicht die Erdumlaufbahn verändern, also vergrößern, um die solare Einstrahlung zu reduzieren, um damit der Klimaerwärmung entgegenzuwirken? Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und in 2 Wochen geht es dann wieder weiter mit Christian Kamlott. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.